Hallo, willkommen zurück. Wir spielen wieder Civilization 5. Ich bin euer Animagus und wir erobern mit Rom die Welt. Letzte Folge haben wir Hipporegius eingenommen, vorletzte Folge haben wir Karthago eingenommen. Utica werden wir ihnen lassen. Da ist keine große Bedrohung mehr. Und wir werden uns jetzt auf Siam stürzen. Du wirst upgraded zum Armbrustschützen, Produktion wählen, in Rom bauen wir. Werden wir was bauen? Was werden wir bauen? Wir können leider nur zwei Legionen. Ach, das Eisen könnte mal einen abbauen, da können wir mehr Legionen bauen. Was aber bald auch schon wieder veraltet ist, denn wir haben bald den Langschwertkämpfer, nehme ich an. Dann bauen wir hier noch mehr Armbrustschützen. Ich stehe auf die Armbrustschützen. Der Bautrupp geht mir hier hoch und beendet das Eisen, baut das Eisen ab. Der Legionär, du, dein Platz wurde besetzt. Ja, das ist mir klar. Ich gehe erstmal hierher. Hier kannst du gut heilen. Sta offerta non sarà valida per tanto tempo. Pensege. De sicuro no. De sicuro no. Dann eben nicht. So, wir sind unzufrieden, weil wir Hipporegius noch 2 Stunden im Widerstand haben und wir eigentlich hier jetzt ein Kolosseum bauen und dann hier noch die Steinwerke, die sind übelst nice. Die sind wirklich übelst nice. Bekommt man Produktion und Zufriedenheit für. So, Einheiten benötigen Befehle. Du hast hier eine Mine, hier ein Steinbruch. Dann hol dir doch hier das Vieh. Du heilst hier, du gehst hier in Bereitschaft, du gehst hier in Bereitschaft. Dann gehst du hier eins rüber und du gehst hier eins rüber, du gehst hier in Bereitschaft. Dann könnt ihr von hier gleich angreifen. Dann könnt ihr hier eigentlich schon in Stellung gehen. Bereitschaft. Du baust mir das Eisen ab. Du schlägst mir hier vor, einen Handelsposten zu machen. Dann werde ich dich jetzt automatisieren. Und dich werde ich ebenfalls automatisieren. So. Wie sieht's denn eigentlich aus mit unserer Wissenschaft? Wir werden jetzt das Schießpulver entdecken, danach die Chemie und wir werden hier den unteren Zweig voll durchschlagen. Wir wissen nicht mal, was die Optik ist oder die Reiterei, obwohl wir eigentlich hier schon mal den Circus Maximus nachholen könnten. Dann bauen wir jetzt die Physik, dann die Reiterei, dann den Stahl und dann das Schießpulver. Oder wir warten noch, wir forschen erstmal den Stahl und danach sehen wir weiter. So. Wir können unsere Ballisten nun zu Drehbocken befördern. Und ich hätte gern noch einen Drehbock. Du empfiehlst mir hier eine Festung zu bauen, was wir aber nicht tun werden, weil wir das nicht brauchen. Du gehst mir hierher, gehst hier in Bereitschaft und nächste Runde. Die nächste Balliste stellen wir dann hierher oder wir schieben einfach nach. So, du bist fertig mit Heilen, dann geh in Bereitschaft.
Wir werden hier mit den drei Triebwerken stehen, wir werden die erste Linie mit unseren Legionären besetzen. Dann brauchen wir dich hier eher im Wald. Du gehst in Stellung und dann in Bereitschaft. Du bist schon in Stellung, dann geh in Bereitschaft. Du gehst hier hoch und wir bauen in Antium. Machu Picchu. Ja, wir bauen hier den Machu Picchu. Gehen in den Produktionsfokus. Und drücken auf nächste Runde. Die wohlgenährtesten Völker der Stadt, der Welt. Ja, wir stehen mit der Nahrung ziemlich schlecht da, was uns aber nicht weiter stört, denn wir wollen eh nicht wachsen. Weil das nur Unzufriedenheit bringt. So, der Triburg bewegt sich hierher. Der Legionär heilt erstmal fertig. Du bist hier in Bereitschaft. Die Karawane bewegt sich wieder nach Takasa. Der Legionär wird dann hierher kommen. Ich denke, dass du eher hierher ausweichst und hier in Bereitschaft gehst. Und der Legionär dann hierher kommt, wenn es dann soweit ist. Ich will ja nicht wieder die Meldung haben, was wollt ihr hier und bla bla bla. Somit werden wir auch dich eins zurückziehen und dich eins zurückziehen. Du heilst jetzt aber mal wirklich. Wir werden hier den Helden-Epos alle neu ausgebildet, nicht bla 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 bla. Wir bauen den Circus Maximus. Wenn die Kultur je mehr Städte einreichert. Plus 5 Zufriedenheit, plus 1 Kultur. Plus 10 Zufriedenheit. Plus 10 Zufriedenheit. Wenn wir in den Produktionsfokus gehen, dauert das Ganze noch 11 Runden. Und wir werden versuchen, den Notre Dame fertig abzuschließen. Dann baut mir Karthago einen Schrein. Hier wird der Zirkus gebaut. Ach, hier ist noch eine Marionettenstadt. Stadt annektieren. Wie lange dauert das Gerichtsgebäude? 27 Runden. Dann bauen wir erstmal ein Monument. So. Ach. Alle erkennen unsere Kriegstreiberei. Sollen sie mal. Du bekommst offenes Geländefeld. Gehst in Stellung und attackierst. Nein, tust du nicht. So. Hier in Bereitschaft und hier in Bereitschaft. Dann werden wir mit dem Krieg nicht mehr lange warten, oder? Ach, der große General. Ja, der wäre nicht schlecht hier zu haben. Den stellen wir hier zu diesem Triebock dazu. So, Friedensvertrag mit Dido ist abgelaufen. Dann werden wir unseren Bogenschützen wohl wieder nach Karthago stellen. So, dann gehst du hier vor. Ja, dann automatisieren wir dich eben auch. Hier ist ein venezianischer Missionar.
aus Venedig. Wir haben immer noch einen unbekannten Spieler. Und ich hätte gerne mehr Legionäre. Der Ambusschütze geht mal kurz aus der Stadt raus, damit wir hier einen Legionär. Ich habe nicht genug Gold. Ach, dann warten wir eben noch eine Runde. Ist in Bereitschaft, nächste Runde. Marmor, ja, danke, bitte, danke. Nächste Runde. Staufer. Annehmen, annehmen. So, du gehst hier in Bereitschaft. Du gehst hier eins vor. Du kommst hierher. Nächste Runde hierher zu gehen. Nächste Runde. Tauschen die hier die Schwertkämpfe aus? Religion verbessern. Du gehst mir hier eins vor, du gehst mir hier eins vor. Du gehst mir hier eins hoch, damit du nicht auf offenem Geländefeld stehst. Wir werden unsere Religion verbessern. Und zwar ist da sicher irgendwas Gutes dabei. Und zwar werden wir. Oh. So, werden wir hier. Nee, Wachstum brauchen wir nicht. Wir nehmen hier das Weltwunderzeugs. So, Propheten sind stärker. Begehrungsmärkte, Region verbreitet sich auf schnelle Freunde. Stadtstaaten. Religion breitet sich 25% schneller aus. In der freundlich gesinnten. Religion verbreitet sich. So, Wanderprediger oder religiöse Texte? So, wir haben aber nicht wirklich viel für unsere Religion, außer die 2 Gold pro Stadt. Wir nehmen hier die religiösen Texte und verbessern unsere Religion. Ich habe sonst nicht wirklich eine Ahnung, was ich machen soll. Produktion in Karthago. Werden wir die Werkstatt, na, die Steinwerke bauen. Wir kommen in Frieden. Stehen wir gut? Bauen wir noch was? Krieg erklären. So, jetzt hat er da erst den ersten Hit. Den wir ihm aber lassen. Ja, greifst du nur an, wenn ich im Dschungel stehe. So, dann greifst du hier an. Du greifst hier an. Du gehst hier eins vor und greifst hier an. Somit wirst du befördert, und zwar bekommst du wie viele Trefferpunkte? Du bekommst die Sofortheilung, das tut schon weh. Aber ich muss jetzt hier drauf. Du wirst nächste Runde tot sein. Oh nein. Dann Einheit wecken, heilen. Ach, ich hätte den großen General vorher herziehen sollen. Dann greif du. Muang Peng. Muang Salung. Ebenso wie dieser Tribok. What the fuck? Nächste Runde. So, der Tribok wird Geschichte. Nein, der Tribok hat es überlebt. So,
Sehr schön. Und er verschiebt seine Truppen nur, bumm, was uns die Möglichkeit gibt, hier nochmal drauf zu hauen. Hier nochmal drauf zu hauen. Und die Stadt mit ihm einzunehmen. So, Stadtansicht. Großer Kriegstreiber Malus bekommen wir überall. Dann erstellen wir eine Marionette. Wobei. Hier geht hier über den Fluss. Du heilst mir. Jetzt ruckelt's und tuckelt's. Ich habe nur noch ein Frips. Zwei. Was ist denn jetzt los? Du gehst mir hier rüber. Ach, du hast eigentlich. Ach. Das tut mir jetzt ernsthaft leid, was hier passiert. So, es hat sich wieder erholt. Das hatte ich bei Civilization noch nie. Aber wir sind sowieso am Ende unserer Folge angelangt. Daher beenden wir jetzt hier die Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir mit Rom Sisachananalala angreifen und einnehmen. Bis zum nächsten Mal, euer Animagus.